liebe Leute, ich habe ja immer noch den Auftrag mit diesem Ehrenpreisrad, mit diesem, was eigentlich auch schön ausgedachter Name, aber wie gesagt, eigentlich ist es plump, muss man halt so sagen. Da habe ich ja auch noch den Auftrag, das zu machen. Und zwar geht es ja darum, dass die Klinken hier durch sind. So, da werde ich euch jetzt gleich mal ein Foto zeigen. Schaut mal hier. Ja, da sieht man ja sehr deutlich, wie angeknabbert denn die Spitzen sind von dem guten Rad und von der guten Klinke. Und jetzt nehme ich halt das Ding hier mal auseinander. Ja, diese Einheit, um die es geht, diese Treiber-Antriebseinheit, um die es jetzt hier geht. Die nehme ich auseinander. Die Teil runter. Und jetzt sind es halt diese Klinken hier, die eigentlich nur getauscht werden müssen. Wie kriege ich das hin? Die kann man vermutlich hier rausnehmen, einzeln. Also bin ich mir 100% sicher, dass man die Stifte hier raus, die Klinken raus und dann einfach tauschen. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege. Ich habe da so einen magnetischen Schraubenzieher. Der ist doch vielleicht für sowas gar nicht so magnetisch genug. Eine kleine Zange, eine ganz feine Zange, die das greift. Ich muss ja diese Klinken einzeln nehmen. Also ich würde natürlich gerne das ganze Ding tauschen, aber wenn es jetzt nicht geht, muss es zur Not, muss man halt erstmal nur die Klinken tauschen. Wenigstens etwas, damit es wieder funktioniert. Ich brauche einen starken Magneten. Tja, starker Magnet tut's. Damit kann man es rausziehen tatsächlich. Ey, schau jetzt mal die Mikrofeder an. Was ist denn das? Die Feder hält das Ganze? Mann. Ey, das ist ja schlimmer. Das ist ja, also. Ach Mann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, den Stiftteig raus. Die Feder flog irgendwo rum gerade. Das ist alle, das sollen die Feder sein. Deswegen das Klackern, deswegen so abgenutzt, weil die Feder so schwach ist. Kann man da nicht eine vernünftige Feder einbauen einfach? Weil wahrscheinlich würde das nicht kaputt gehen, aber. Eieiei, liebe Leute, ey. Tut mir eh nicht fallen. Baut doch nicht so einen Schrott. Nee, können wir nicht. Müssen wir Schrott bauen. Müssen wir weitermachen so. Ja, dann macht weiter so. Macht ihr mal weiter so. Die kommen so rum drin. So rum hier. Zack. Und wo die Feder war, muss ich jetzt echt mal eruieren. Die scheint oben dran zu klemmen. Tja, wo hält die denn gegen die Feder? Sag mal. Tatsächlich sehe ich hier erstmal nichts. Boah, das ist ja schon Mikro, im Mikrobereich. Die ist da, die klemmt da, die ist länger als das. Okay. Die klemmt einfach so gegen diese Ding da. Nee. Mann, warum könnt ihr denn nicht eine starke Feder einbauen? Das ist doch keine Feder hier. Könnt ihr das überhaupt sehen, im Mikrodraht? Könnt ihr überhaupt darstellen? Könnt ihr das hier sehen? Das ist nicht gut. Okay, ich hab's. Ich weiß, wie es funktioniert. Jetzt brauche ich das. Soll ich die mal selber tunen? Tune? Mal spaßhalber. Mit einer Flex, grob russisch, einfach. Bam! Einfach innehieben. Soll ich das noch machen? Warum nicht? Man hat ja nichts zu verlieren, oder? Oh, ich habe Angst um diese kleine Federteil, dass mir das abhanden kommt. Soll ich das mit einer Flexlay machen oder erstmal mit einer Feder probieren? Das ist ja so hartes Zeug, das dürfte mit einer Feile ja nicht zu bearbeiten gehen. Ich nehme mal eine Flex.
Fotodokumentation. Ich mal ein Video taugt hier wenig. Ich glaube, das ist viel zu nah dran. Das kann man halt ja nicht sehen. Aber ich habe das jetzt hier eben so ein bisschen. Wieder scharfkantig gestaltet. Mal gucken, wie lange sowas hält. Komm mal vor, wie der Vollossi, ey. Klack, klack, klack muss das machen, richtig. Und eine Feder muss eine stärkere rein, ey. Kann nicht sein, so eine Mikro. Das ist in Uhren, tatsächlich in Uhrwerken sind ähnliche Federn, in Taschenuhrwerken sind ähnliche Federn verbaut. Aber wir reden hier nicht von einem Taschenuhrwerk, wir reden von einem Getriebe. Ein Fahrradgetriebe. Nee, warte mal. Jetzt habe ich die Feder falsch eingebaut. Arg! Ich bin so ein Klops. Ich bin Mann, bin ich ein Klops. Feder nochmal raus. Kein Problem, kein Problem. Leute. Ich weiß nicht, wie die Feder hier drin ist. Wie ist die Feder drin? Ja, immer da lang. Da kommt sie doch an. Dann geht es auch immer da rum. Okay. Sehr gut. Okay. Mann, wenn das funktioniert, ey. Sperrklinkenreparatur bei Improvisationsreparatur. Oh Mann, ey. Schuli, Leute. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich zeige defekt, Herr Klinke. Putzen muss man die natürlich. Das sieht man das ja nicht. Das sieht ja nicht so schlimm aus hier, aber das ist nicht brauchbar mehr. Und jetzt zeige ich mal die überarbeitete. Na gut, also ich glaube, ich habe die schlechteste von beiden habe ich schon beschliffen gehabt. So, liebe Leute, weiter geht's. Sperrklinkenreparatur. Das sind ja alles nur Ideen von mir. Das wächst ja auch immer, wenn ich das so. Also hier müssen definitiv stärkere Federn natürlich rein. Ansonsten wird das immer wieder kaputt gehen. Jetzt machen wir die andere fit. Die hole ich raus mit Magnet. Gleiche Verfahren. Wie bei dir hier. Das geht doch alles schief hier heute. Wirklich. Und die Feder ist auch noch da. Fantastisch. Das ist das Schlimmste daran, wenn die Feder weg ist. Die finde ich hier nie wieder auf dem Boden. Da muss ich mir einen weißen Keramikboden machen oder so. Und ein lichtdurchflutetes Atelier zum Schrauben. Was brauche ich denn? Das alles ist hier in diesem Keller nicht möglich. Voll abgenagt, das Ding. Kann man denn zusehen? Oh ja. Voll runtergenagt. Wie auch immer. Den versuche ich jetzt auch zu beschleifen. Also das Schleifen klappt ja, aber ob er dann immer noch greift? Wer weiß. Ja, das ist das größte Problem. Die werden natürlich unheimlich kurz dadurch. Aber ich krieg anders jetzt keine Kante mehr drin. Ist ja auch nur ein Versuch, ne? Schön scharfkantig eigentlich. Ja, gefällt mir so. Tack.
Okay, haben wir. Jetzt würde ich das gerne mal zusammenschrauben und einfach mal schauen, ob es funktioniert. Wahrscheinlich reicht es nicht mehr hier vom Abstand aus. Gucken wir mal. Das funktioniert schon mal gut. Das funktioniert sehr gut. Ja, hallo. So, Mensch, ich bin ja fast ich bin ja fast guter Dinger hier bei. Schauen wir mal unter Last, wie das Ganze sich anlässt. Dazu, natürlich müssen wir das einbauen dazu. Und jetzt kommt hier erstmal nochmal Fett drauf. Shimano. Ich weiß, das ist nicht das richtige Werkzeug hier, aber ich habe es dafür benutzt zum Öffnen. Jetzt muss ich es halt auch benutzen zum Verschließen. Ich glaube, das passt schon irgendwie. Haben wir. Wo ist jetzt der ganze Rest von der Narbe? Ich habe das ja... Eigentlich kann man das ja schon abschreiben, so was. So eine Narbe, defekt, neues Hinterrad, fertig. Oh, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest von der Narbe geblieben? Wo ist der Rest? Ja, tut mir leid, ich bin halt ein Ossi. Leute, Ersatzteil einbauen, das kann ja jeder. Aber wenn das jetzt auch so funktioniert, ja, dann ist doch schon mal... Weil nämlich das Gegenstück, diese... von der Narbe selbst, diese... Verschraubung, die sie eigentlich zur Narbenhülse gehört, zum Narbenkörper gehört. Die ist nämlich auch schon arg angefressen. Ja, bleibt hier dran. Bleibt hier dran. So, Herze. Jetzt den ganzen Schlunz rückwärts wieder zusammen. Was für ein Auftrag am Montag? Der Auftrag am Montag. Das bleibt auch. Das und das. Und das. Und dann von oben. Jetzt kommt die. Jetzt kommt Kundschaft. Moin. Ja? Eine Frage. Ja. Ich habe hier Trollbremsen. Ja?
Aber ich weiß nicht, wie ich für hinten das Öl reinkriege. Was hast du da für welche? Scheinbar. Naja, was für welche? Modell. Ich weiß nicht. Das Speedwing. Oh, drei noch. 5x6. Ja, also, ist ja ganz simpel. Also einfach die rausschrauben und dann kannst du Öl. Genau, dann machst du die Dings, diese Befüllset dran, oben auf, drückst, solange bis es kommt, muss natürlich eine Waage stehen, ist ja klar. Ja. Ne, und das war's. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, das muss. Nee, da hast du ja ganz einfach bei dir. Befülllöcher hier. Gut. Da und oben. Kannst du jetzt hier beschreiben, Junge? Oh nein. Du, das ist ein Billigradzeug, weißt du. Die sind nicht teuer, die Dinger. Na, ich hab geschenkt gekriegt von meiner Tante. Ja, die sind nicht so teuer, da machen sie nicht so Lukas, die Dinger. Aber trotzdem 700 Euro. 700? Ja. Naja. Naja, die alle zu bauen, aber 700 ist eben nicht für so ein Rad. Normalerweise muss es. Ich habe gestern nachgeguckt. 699. Nee, nee, nee. Und dann habe ich gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Bremsboden zu Kilo oben endet. Normalerweise. Ja, das ist ja der Lockout, wie gesagt. Ja, ja, und dann habe ich gesehen, dass Hydraulik. Ja, ja. Eben. Ja. Nee, mach da nicht, fummelt da nicht rum, Alter. Das ist kein Bodenzug, sondern ist Hydraulik, musst du Öl nachfüllen, ja. Und dann da. Between. Mann, es geht so weiter wie heute Morgen mit diesen Billigrädern. Du willst ja nicht falsch sagen. Oh Mann, ey. Da ist er. 659 kostet der tatsächlich. Ja. Okay. Mit Scheibenbremsen, hydraulischen und mit Federgabel Ruckschocks und so. Wo die Federgabel von Ruckschocks ja schon den Preis kostet. Natürlich nicht die Federgabel von Ruckschocks, aber eine gute Federgabel von Ruckschocks. Leute, Leute, was soll's? Ich fummel jetzt hier erstmal ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt hier nennen soll. Den Pflegefall hier wieder zusammen. Zack, Hammer. Machen wir noch ein bisschen Fett hier drin, Kugelfett. Die gute Frau hat richtig Glück, dass ich eigentlich jetzt nichts zu tun habe gerade. Dass man so lange Zeit hat, weil normalerweise würde sich kein Mensch hier hinsetzen, die Narbe so zerlegen, rumschleifen, sich was einfallen lassen. Also allein, ja klar, wenn man sofort weiß, was man machen muss, dann dauert es nur halb so lange. Aber das wusste ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Wusste nicht. Was ist kaputt? Erster Tag. Jetzt hier sozusagen zweiter Tag. Wie kann man überhaupt? Oder kann man nicht? Die Klinken. Kriegt man nicht hin? Guck mal. So geil. Es wird funktionieren. Ich bin fast davon überzeugt, dass es tatsächlich funktioniert. Hier, das olle Plastikding, das Müllding, das muss man ersetzen. Das muss man ersetzen, das ist kaputt, das ist durch. Das ist eine Plastikabdeckung hier, die taugt ja nicht, weil die ist leider nur wirklich Plastik, nicht aus Gummi. Gummi wäre wesentlich besser. So, jetzt muss der Konter noch hoch. Wo habe ich den denn getan? Den habe ich hier. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Leute, wünscht mal Glück, ey. Wenn das so funktioniert, einfach flexen, schleifen, fertig. Wieder Geld gespart? Na, was heißt Geld? Also Umwelt. Das ist Save the Earth. Ja, diese Plastikscheibe wirkt tatsächlich sogar noch als Distanzring.
damit das hier richtig sitzt. Also das darf natürlich alles nicht sein. Das muss alles richtig. Das muss. Metallring muss dahinter. Aber hier sind noch Haare drin. Zack. Mehr als das jetzt kann ich eh nicht machen. Und deswegen, das ist das, was ich machen kann. Und das mache ich. Alles andere, da müsste ich Teile bestellen jetzt für alles andere. Und das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wenn wir eine Möglichkeit, wollen wir das jetzt so, wie es jetzt ist. Fahrbar, das wäre toll. Warte mal, ich probiere. Das hier. Das Plastik schabt ein bisschen. Okay. Das ist jetzt nur ein Versuch mit dem Rad. Das muss lange nicht heißen, dass das jetzt funktioniert, tatsächlich. So, wo ist denn das Ehrenpreisrad? Ich baue ein. Funktioniert, Leute. Oh Mann, ey. Zumindest jetzt hier im Ständer schon mal funktioniert es wesentlich besser als. Also, es funktioniert nicht. Es funktioniert wesentlich besser, sondern es funktioniert einfach. Das Rad hat nicht mehr durch. Geil, funktioniert. Funktioniert. Also Klinke nachgeschliffen, fertig, funktioniert. Ich finde es so geil. Ja! Ich freue mich richtig. Oh, ist geil. Einfach nur so. Fehler erkannt. Das macht richtig Spaß. Fehler erkannt. Nachschleifen, bisschen. Wie lange das hält, weiß ich nicht. Wenn man das so nachschleift, das macht jetzt das Material nicht weicher. Das macht es eigentlich sogar noch spröder, eigentlich, wenn die ganze Hitze. Aber da muss man halt schauen, wie lange das geht. Wa? Der Fehler an der ganzen Konstruktion sind diese Federn. Die Federn sind Schrott. Und ich möchte mir mal so eine Klinke, würde ich trotzdem nochmal nachbestellen, zwei Stück oder so, um zu sehen, wie die von Hause aus aussehen oben. Wenn die von Hause aus so leicht rund sind, dann ist das doch sowieso vorprogrammiert, dass das nicht funktionieren kann. Das muss doch eine scharfe Kante sein. Meines Erachtens sind die nämlich so leicht rund, so schwammig irgendwie. Keine Ahnung, ich bin stolz. Ich kann ein Fahrrad rausheben, was wieder funktioniert. Mit minimalsten Materialeinsatz. Ein bisschen fett, aber viel Arbeitszeit, ehrlich gesagt. Also ist aber auch nur, weil ich die erste ist, die erste Narbe, die so repariert wurde. Jetzt wisst mal Bescheid und man macht die alle nur noch so.
SRC32. Zack, die greift. Sofort. Da hat er. Bam! So, mein gleich kaputt wieder. Also, das muss es abkönnen. Einmal rechts, wenn ich wieder an, muss es abkönnen. So, gut. Ich freue mich, freut euch bitte mit mir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ersatz finden für diese Federn. Also da müsste man irgendwas finden, tatsächlich irgendeinen Stahl, der wirklich richtig klack, 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 richtig hart klackert, die Sperrklinken. Umso stärker die Feder ist, umso stärker und verschleißfreier muss natürlich auch das Material sein, wo diese Klinke dann drüber schleift die ganze Zeit. Das wird dann wahrscheinlich wieder schwierig werden. Das wird schon alles irgendwie so konzipiert sein, dass es gerade so funktioniert irgendwie. Schauen wir mal, aber ich bin erstmal wirklich, wirklich glücklich, dass ich das reparieren konnte. Freut mich. Das ist so ein bisschen Selbstbestätigung. Gut, also. Bis später nochmal. Kurze Meldung kommt bestimmt noch. Ich bin Probe gefahren und es fährt einwandfrei. Es fährt richtig gut. Es greift sofort drin und kann richtig, richtig fest reintreten. Greift, schnappt, macht, tut, was es soll. Perfekt. Also ist wirklich genial. Man merkt nicht den Hauch einer Unsicherheit beim Greifen oder so. Perfekt. Perfekt. Repariert. Absolut. Zu 100%. Also ich bin der Meinung, das müsste sogar eine Weile halten, wenn die Federn das mitmachen. Na, weil die Federn müssen ja jetzt ein Stück weiter nach außen gehen, sozusagen. Weiter entspannen. Wenn die Federspannung da ausreicht, dann sollte das funktionieren. Also das ist wirklich, das hängt alle zusammen mit diesen Federn.